Schnell ins Wasser, Toadette! So, hier sind wir erst einmal sicher. Ey, was war das denn? Prinzessin Peach, na warte. Glaubt ihr, dass wir sie noch einholen werden? Katztastisch, begrüße ich euch zu Mario Kart Tour hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Wenn ihr das Video auf dem Smartphone oder Tablet schaut, drückt auf den Vollbildmodus, das sind die eckigen Klammern, und ihr könnt es im Vollbild sehen. Und wir spielen hier mit... Tada! Prinzessin Peach, dieses Herz schützt dich vor Angriffen deiner Rivalen. Ist das nicht Herz allerliebst? Also dann, bitte anschnallen und die Motoren anlassen. Mario Kart Tour ist startbereit. Mario Kart Tour Saison New York. Hoho, hier geht's direkt zur Sache. Ja, meine Lieben, Mario Kart Tour ist ein neues Spiel, das gibt es für Handys. Jede Toursaison erstreckt sich über 2 Wochen. Warte doch nicht zu lange mit deiner Teilnahme und zeige allen, was du drauf hast. Falls ihr das Spiel auch spielen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung alle Informationen. Das gibt's für Android und für iOS, für Smartphones und Tablets, kostenlos zum Spielen. So, und ich möchte euch natürlich das Spiel auch demonstrieren und zeigen und deswegen das erste Mal Mario Kart auf dem Kanal. Wähle Fahrer, Fahrzeug und Gleiter sorgfältig aus, denn sie verschaffen dir Vorteile auf ihren jeweiligen Strecken. So, ja, ich habe schon eine Testrunde gemacht, deswegen habe ich schon Toadette. Aber ich spiele natürlich mit Prinzessin Peach. So, Katze ist bereit und die nächsten Teilnehmer sind aus Japan und anderen Ländern. Flavi, Lolli, das ist also ein Online-Spiel. Wir spielen gegen echte Menschen, die das Spiel auch spielen. So, mal sehen, wie ich jetzt abschneiden werde. Prinzessin Peach ist sowieso mein Lieblingscharakter in Mario Kart. Ich fahre immer mit Prinzessin Peach. So, Achtung, von daher passt es gut. Wow, 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 wow. Ich spiele übrigens im Expertenmodus, das heißt, ich fahre nicht ganz normal um die Kurven, sondern ich drifte um die Kurven. Das ist aber schwieriger zu steuern, besser aber, um Turbo zu bekommen. Und meine Lieben, hier der Hinweis, wenn euch das Spiel gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr verpasst. Vor allem hier bei Mario Kart. Und was ist das für eine tolle Strecke hier? Wow, 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 oh, 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 das wollte ich nicht. Aber links oben seht ihr, dass ich gerade noch auf dem ersten Platz bin. Von daher, noch ist alles gut. Oh, nein, 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 stopp! Schön die Kurve nehmen. Und mit dem Turbo-Pilz fahren wir davon. Tschüssi! Wow, 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 wow. So. Und weg hier. So, es gibt immer 2 Runden. Das ist die 2. Runde, jetzt muss ich aber Gas geben. Komm, Prinzessin Peach, lass dich nicht von diesem Knochentrocken da hinten ab einholen. Hat er einen Stern oder sowas? Der ist mir gefährlich nahe. So, ich kriege hier super viele Boni, indem ich die Slider nehme und schön drifte. Einmal quer durch die Stadt gefahren. Super toll. Und wir müssten gleich am Ziel sein. Und damit dann auch im Ziel kriege ich noch eine Waffe. Ein tolles Item, ein toller Gegenstand. Ja, ein Cooper-Panzer, den schießt sich gleich nach hinten. So. Und jetzt noch hier um die Kurve. Und ich habe es geschafft. Wow. Mein allererstes Rennen. Und ich habe den ersten Platz belegt. Ich bin super stolz auf mich. Prinzessin Peach. Mua. Mua. Küsschen links, Küsschen rechts. Hat sie super gemacht. Katze auf dem ersten Platz. Das sieht super aus. Spielerlevel gestiegen. Du erhältst nach Rennen mehr Platzierungspunkte. 100er Motorklasse freigeschaltet. Super. Auch das kann ich jetzt fahren und verwenden. So, gut. Hier gibt es noch Punkte für unser Fahrzeug, für den Gleitschirm. Ich weiß nicht, Erweiterungen, Basispunkte. Was das alles genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Oh, und es gibt einen großen Stern, also 5-mal den großen Stern, weil wir den ersten Platz belegt haben. Für bestimmte Punktzahlen erhältst du große Sterne. Also begib dich auf die Punktejagd und greif nach den Sternen. Das werde ich tun, Lakitu. Danke für den Tipp. Ich würde sagen, auf geht es in das nächste Level. So, was schalten wir jetzt frei im Mario Cup? Cheap Cheap Bucht. Okay, nehme ich gerne an. Schöne Herausforderung. Und diesmal nehme ich Toadette. Ja, ich habe leider nur das normale Fahrzeug. 100er Motorklasse freigeschaltet. In dieser Klasse ist das Tempo der Rennen höher und du trittst gegen stärkere Rivalen an.
Naja, okay, stärkere Gegner? Warum nicht? Ich bin dabei. Los geht's. Wir suchen wieder Gegner. Ich schneide das zurecht, damit wir nicht lange warten müssen. Und zack, haben wir hier wieder Spieler aus aller Welt. Und dieses Level kommt mir sehr stark bekannt vor. Das war, glaube ich, auch auf dem Nintendo DS. Bei Mario Kart 3DS war dieses Level auch... Oder diese Strecke, besser gesagt, auch eine Strecke des Ganzen. So, Toadette, fahr mal so schnell du kannst. Ah, Turbostart ist mir jetzt auch gelungen. Weiß zwar nicht wie, aber ich habe einfach mal drauf gedrückt. Wow, wow, schön die Kurve nehmen. Go, dive, go steht da. Los, geh tauchen. Okay, jetzt habe ich versehentlich meinen roten Panzer weggeschmissen. Weil Items setzt man ja ein, indem man nach oben wischt, aber... Wenn ich nach links oder rechts wische, wische ich wahrscheinlich versehentlich nach oben und zack, ist alles... Nein, uiuiui, habe ich mich wohl treffen lassen. Komm, beeil dich, Toadette. Lass dich bloß nicht überholen. Wow! So, und jetzt hier schön durch die Blöcke. Wir nehmen wieder schöne Sachen mit. Ah ja, ein Koopa-Panzer. Oh, nö. Fahr nicht da rein. Oh, der hat uns überholt. Na, warte. Wenn er mich jetzt überholen sollte, kriegt er auf jeden Fall meinen grünen Panzer zu spüren. Oder wisst ihr was? Ich werfe den, glaube ich, einfach mal nach hinten. Moment. So, und... Perfekt. Oh, ich habe sogar getroffen. Plus 27 Punkte fürs Treffen. Sehr gut. Wow, 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 wow. Okay, okay. Extra Münzen und zack, wieder ins Wasser. Oh, oh, Entschuldigung, Jeep. Hey, was soll das denn? Ich war doch gerade noch auf dem ersten Platz. Jetzt muss ich Gas geben. Den Chinesen da vorne, den möchte ich noch fangen. Oder ist es ein Japaner? Ich glaube, das sind chinesische oder koreanische Schriftzeichen. So, wow. Der hat die Kurve nicht richtig gut genommen. Daher bin ich jetzt wieder auf dem ersten Platz. Sehr gut. Zack, zwei Münzen. Wow, 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 wow. Gut, weiter geht's, Toadette. Die kleine Toadette mit ihrem rosafarbenen Pilzkopf. Mach mir bloß keinen Ärger. Wir sind kurz vorm Ziel. Komm schon, nur noch die eine Kurve und dann haben wir es geschafft. So, jetzt ins Ziel reindriften und geschafft. Wow, wieder den ersten Platz belegt. Toadette freut sich. Juhu, hallo, huhu. Super. Unli war hinter mir. Maker Jazz, Joe und so weiter und so fort. So, unsere Leistung erhöht sich. Wir sind nämlich sehr gut gefahren. Sehr toll. Und es gibt weitere Punkte. Ja, als geübter Mario Kart Spieler bin ich wohl nicht so schlecht, obwohl ich kein... Controller in der Hand halte, sondern nur mit den Finger wische. Liegt mir wohl im Blut, das Mario Kart fahren. Nächste Strecke. Marios Piss der 1. Kennt man von Super Nintendo. Jüngere Zuschauer, das ist eben... die meisten, die hier zugucken, sind natürlich etwas jünger. Die werden diese Piste wahrscheinlich nicht kennen. Aber trotzdem eine sehr schöne Strecke. So, und wir fahren gegen Niki. Gegen Japaner. Gegen... Ach, alle möglichen. So. Super Nintendo Marios Piste 1. Schöne Piste, oder? Findet ihr nicht auch? Ach ja. Sieht ein bisschen aus wie Lego. Ist aber kein Lego. Okay. Prinzessin Peach ist wieder bereit. Achtung. Und jetzt, jetzt. Oh, wieder ein sehr schöner Start für mich. Wow, jetzt habe ich zwei starke Gegner vor mir. Lexi. Hey Lexi, warte mal auf mich. Hier kommt Katze. So, wow, 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 yeah, yeah, yeah. Tschüssi. Ich muss los. Entschuldigung, Bowser. So, wer ist denn da ganz vorne? Wer ist denn Prinzessin Peach? So, Moment, den kriege ich auch noch. Oh nein, was fahre ich denn hier gerade zusammen? Das sieht gar nicht gut aus. So, Moment, den Pilz muss ich gleich nutzen. Am besten hier auf der geraden Strecke. So, sehr gut. Oh, letzte Runde. Jetzt aber schnell. Komm, den kriege ich noch. Los, Peach! Prinzessin Peach, du schaffst das schon! So, wow, 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 schön die Kurve nehmen. Boah, spannend! Komm, ja, jetzt muss ich nur noch Lexi überholen. Boah, abgedrängt. Schnell weiter, komm, ich bin auf dem ersten Platz, das muss so bleiben. So, Achtung, 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 jetzt kriege ich eine Banane. Ja, die schützt mich. So, und ab geht's ins Ziel. Wieder, wieder den ersten Platz belegt. Meine Lieben, das läuft ja wie am Schnürchen. Heiliges Teppichtörtchen. Katze, Lexi. Wow, wir haben die anderen einfach abgehängt. Sehr, sehr toll.
schön massig Punkte eingesammelt. Und ich habe bisher immer den ersten Platz belegt. Heißt aber nicht, dass es immer der Fall sein wird. Man kann auch mal Pech haben. Und wir haben hier Punktebonus erhalten. Wieder mal viele Sterne, ganz viele Punkte. Wir können weitermachen. So, jetzt kommt das vierte im Mario Cup und das ist Turbo Start Perfektion. Interessant. Wie darf ich das denn verstehen? Jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Für diese Mission sind Fahrer, Fahrzeug und Gleiter vorgegeben. Wir spielen also mal mit Mario. Aufgepasst! Tippst du zu früh, dann vermasselst du den Turbostart und bist womöglich gegenüber deinem Rival im Nachteil. Berühre den Bildschirm auf den... und halte den Finger darauf, sobald der Countdown 2 erreicht hat. Und lasse einfach los, wenn los steht. Ja, ja, ich wiederhole meine Tipps, so lange, bis der Ladebildschirm verschwindet. Du kannst ihn zwar rausschneiden, aber warum nicht? Lass ihn doch einfach mal drin. Hey Lucky, du, jetzt aber mal Abmarsch, ja? Wir wollen jetzt fahren. Starte mit Turbo. Okay, alles klar. Bei 2 soll ich also auf den Bildschirm drücken und bei los loslassen. Und los. Und loslassen. Super. Das war also, um zu lernen, wie man den Turbostart macht. Ja gut, hat ja wunderbar funktioniert. Da kann ich nicht viel sagen. Cool. Okay, dann haben wir, glaube ich, diesen Cup jetzt auch geschafft. Das war der Mario Cup. Wir kriegen massig Punkte, einen großen Stern, was mich sehr, sehr freut. Und wir haben soweit alles erledigt. Super. So, jetzt geht es also weiter. Oh, Cup abgeschlossen. Du kannst Rennen jederzeit wiederholen und versuchen, deine eigenen Rekorde zu schlagen. Aber hier scheint es noch etwas zu geben. Schaut mal, wir haben jetzt New York Speedway X geschafft. Cheep, cheep. Oh, für den Abschluss deines ersten Cups erhältst du Rubine. Oh, danke. Aha, 20 Rubine. Du kannst Rubine einsetzen, um die Röhre zu zünden oder Münzrausch zu spielen. Du kannst Rubine einsetzen, um die Röhre zu zünden, die unter anderem Fahrer und Fahrzeuge ausspucken kann. Okay, hier im Menü findest du die Röhre. Gut, klicken wir mal drauf. Boah, Pauline, gibt's die hier auch? Das wäre ja toll, die haben wir erst vor kurzem in Super Mario Odyssey gefunden und kennengelernt. Du hast gerade 5 Rubine erhalten, lass die uns einsetzen, um die Röhre zu zünden. Ja, warum nicht? Sehr gerne. Achtung, ich bin gespannt. Wir ziehen an der Röhre und lassen los und... Was kriege ich? Und? Oh, eine Pilzkarre. Sprungturbos beschleunigen dich länger und du hältst mehr Punkte dafür. Okay, cool. Scheint also ein sehr tolles Fahrzeug zu sein. Fahre weiter fleißig rennen, damit schon bald alle Cups deine Vitrine schmücken. Das werde ich auf jeden Fall tun, Lakitu, mein Lieber. Und da oben kriegen wir jetzt noch einen Tagesbonus von 100 Münzen. Das nehmen wir sehr gerne mit. Vielen lieben Dank. Der nächste Cup ist der Donkey Kong Cup. Und da wartet schon auch Donkey Kong auf uns mit dem Dino-Dino-Dschungel. Meine Lieben, doch wie wird es weitergehen? Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt auf die Glocke und ihr werdet benachrichtigt. Und dann bin ich schon gespannt auf die nächste Folge von Mario Kart Tour. Meine Lieben, vielen lieben Dank. Und bitte bleibt wie immer katztastisch.